nicht weiter gucken. Telefonzelle. Die ist auf der gegenüberliegenden. Ach nee, ich war noch bei den Bücherregalen. So. Machen wir die erstmal fertig. So, dann Telefonzelle gegenüber vom. Telefonzelle gegenüber vom Bücherregal. Dann habe ich gleich schon wieder kein Geld. Verdammt. Mann. Oh, da kann ich das Ding hier wenigstens schon mal als Zelle deklarieren, hoffe ich. Ding, ding. Grand Completion Payment. 10.000. Schon habe ich wieder Geld. So, die Quest ist erfüllt. Sehr schön. Kann ich hier auch weiterbauen. Dann müsste ich hier das Deployment eigentlich... Nee, weil da noch nicht überall die Türen wirklich da sind, scheinbar. Also sind zwar da, aber... Nur inoffiziell. Ja, mach die Tür auf! Mann. Platz für 18, ne? 16, ja. Meine ich doch. 16. Warum ist da keine Wache mehr? Ach so, weil die gerade die ganzen Gefangenen holen und in die ihre neuen Zellen einquartieren. Es ist wirklich jedes Bett hier belegt, bis auf das eine. Gut, und da stehen noch welche rum. Okay, jetzt weiß ich, warum auch manche keinen Schlaf haben. Der steht hier nackt in der Dusche rum. Alex Shaw. Der alte Nacktcamper. So. Dum-dum-dum-dum-dum. Gilt immer noch nicht. Verdammt, warum? Warum? Was fehlt denn hier noch? Fernseher. Ich die halt gerade noch ein hier. Gegenüber vom Klo. Ich habe die absoluten Luxuszellen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man den in der Einzelhaft nicht das Essen irgendwie da durch die Tür durchschieben lassen kann. Der braucht, der ist doch schon außerhalb der. Der muss doch gar nicht mehr, oder? Erwartet Einzelhaft. Erwarten Einzelhaft. Auch toll. Immer noch nicht. Warum nicht? Warum geht es nicht? Verdammt. Ach, nein. Andererseits. Ach, egal. Oh, jetzt ist er frei. Okay. So, da fehlt noch die Workbench. Weightbench, nicht Workbench. Was ist ein Workbench? Ach, Minecraft, ja. Wie findet ihr eigentlich das, das neue Minecraft-Update, das 1.5? Wobei ja jetzt die Tage schon wieder ein 1.5.1 rauskommen soll für Bugfixes. Also ich muss sagen, ich find's geil. Ich find's wirklich ultra geil. Meiner Meinung nach fehlt noch eine Kleinigkeit und dann wäre das Redstone, wäre der ganze Redstone-Kram fast unschlagbar. Ist jetzt schon fast unschlagbar eigentlich, aber ja. Leider habe ich schon vergessen, was es war. Gestern ist mir noch eingefallen, was es war, was Redstone noch gebrauchen könnte. Aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Was könnte das gewesen sein? Ach, keine Ahnung. Wenn es mir wieder einfällt, sage ich es euch. Hättet ihr übrigens Interesse an einem Minecraft-Let's Play von mir? Wenn ihr daran ein Interesse habt, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare oder als private Nachricht. Dem Wunsch komme ich dann natürlich gerne nach.
meine, es ist ja nicht so, als gäbe schon eine halbe Million Minecraft-Let's Plays. Wenn eine halbe Million überhaupt ausreicht. Aber, ja, Minecraft ist halt eben... Das ist ein Hype und ich glaube auch nicht, dass der so schnell aufhören wird. Zumindest nicht bis, keine Ahnung, Minecraft 2 oder so erscheint. Wenn es das jemals tut. Ja, warum sperrt der denn hier die Tür auf und der... Ah, das war... Ich verstehe. Weil das hier kein... das hier outside ist. Fuck. No materials. Nochmal neu. Wow, habt ihr das gesehen? Der Bauarbeiter, der hat sich gerade den Concrete Floor in die Hände gebeamt. Der da. Ist alle Bedürfnisse befriedigt oder was? Ja, außer Hygiene. So, wir dürfen jetzt mittlerweile auch schon Sonntag haben. Zeitpunkt dieses... des Erscheinung... der Erscheinung dieses... des Erscheinens dieses Videos. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oder Montag, je nachdem. Wie das mit den Uploads klappt. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt mal Feierabend hier mit diesem Let's Play Prison Architect. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in das Spiel. Aber damit ihr auch noch... Autosaving. Damit ihr auch noch seht, wie das aussieht oder aussehen kann, wenn die bösen, bösen flüchten. Baue ich mal hier die Türen ab. Die müssen dann eigentlich flüchten. Hey, hier. Dismantle this fucking door. So. Türen abgebaut. Alle Türen bitte. Mach nicht das Licht hinter der Tür. So. Dann. So, die Türen sind ab. Und schon flüchten sie. Escaping. Escaping. Er ist mit einer Gabel bewaffnet. Die dann nicht. Weil die noch eingesperrt sind. Heißen die ganzen Wachen draußen? Sind das wirklich alle Wachen? Ja, fast alle. Wow. Wie viele sind geflüchtet? 8 Stück haben es geschafft. Gibt direkt 480.000. Absurde Evaluation. Er steht da an der Tür, kriegt die Tür in den Kopf. Okay, 8 Stück sind geflüchtet. Ich will, dass alle flüchten oder alle total unzufrieden sind und... keine Ahnung. Und sich tot prügeln oder so. Wollen wir das ja auch? Hier, Emergencies? Banger. So. Hat das in Evaluation sonst noch was gemacht? Wow. Es gibt da hinten schon wieder. Die Gefangenen reißen übrigens auch Türen ein, wenn es ihnen gerade nicht, wenn ihnen die Tür gerade nicht in den Plan passt. Was ist denn das hier? Ein Lockdown. Und wieder ein paar geflüchtet. Und da flüchtet noch einer. Banger bringt gar nichts mehr, quasi. Wenn ich es auch rauslassen. So, aber dann habt ihr jetzt wenigstens mal gesehen, wie das aussieht, wenn die alle flüchten. Leider kann ich euch nicht mehr zeigen, wie es aussieht, wenn jemand tot geschlagen oder erstorben oder sonst irgendwie ermordet wird. Williams ist am Abhauen. John Williams. Ich kann ihn nicht anklicken, was... Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn? Das Messer lag da und er läuft drüber und nimmt das Messer auf. Da der nächste. Machine Cock. Und die Barriere interessiert's gar nicht. Auch gut.
Immer one by one. Immer einer nach dem anderen. Dann müsste der jetzt ja eigentlich, wenn er da drüber laufen sollte, den Kochlöffel mitnehmen. Er läuft aber nicht drüber. Zack. Und ich war ja hier schon richtig. 16 Stück abgehauen. Ja, wie gesagt, also ich kann euch leider nicht mehr zeigen, wie es aussieht, wenn jemand ermordet wird, weil die alle hier in Ketten liegen. Und diejenigen, die nicht in Ketten liegen, flüchten. Beziehungsweise sind schon geflüchtet. Das ist der nächste. Aber seht ihr, das geht ganz schnell. Wenn ihr irgendwo eine Lücke in eurem Gefängnis habt, Gefangene sind schneller weg, als ihr gucken könnt. So, und damit verabschiede ich mich jetzt aber endgültig aus der Alpha 7 von Prison Architect. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in das Spiel. Ihr könnt es euch wirklich kaufen, also die Alpha-Zugang kaufen. Gibt's dann vielleicht mit dem Spiel dabei quasi. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also es macht schon Spaß. Wie gesagt, ich spiele seit der Alpha 6. Ja, Alpha 7 ist immer noch die aktuellste. Und ja, es wer Spaß an Spielen wie SimCity hat, der wird hier auch seinen Spaß finden, denke ich. Gut, alles klar. Dann freue ich mich auf die nächsten Tage. Let's play Sniper Ghost Warrior 2 mit euch. Gemein hinter Büschen liegen und Leute töten. Ja, genau, Leute töten. Mal richtig. Kugel in die Fresse. So, alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao.